Hallo, willkommen. Hier ist der Gelvin oder auch Japan Jerf. Heute mit einem kleinen Infovideo. Nach langem Überlegen, wie es weiterlaufen soll bei dem Kanal, bin ich zu dem Entschluss gekommen, ein paar Dinge zu ändern. In kurz will ich die Videos früher hochladen, also jetzt nicht so spät wie sonst immer. Und das dann alle 2 Tage, circa. Ich dokumentiere für mich selbst und lerne die Schriftzeichen. Ihr macht das für euch selbst, falls ihr das wollt, weil es sehr viele Leute gibt, die gar nicht das Verlangen haben, Schriftzeichen zu lernen, sondern nur das Japanisch sprechen und das Japanisch verstehen. Genau. Ich will nämlich nicht nur sprechen und verstehen in Japanisch können, sondern auch das Lesen. Deswegen habe ich auch die ganzen Hiragana und Katakana gelernt, was für viele nicht notwendig ist. Also viele wollen oder brauchen das nicht unbedingt. Wieso will ich das gerne machen? Zu einem, damit ich Sachen wie Manga, Visual Novel, Light Novel und so alles lesen kann, also im Originaltext, falls die Sachen nicht rauskommen, sonst müsste ich zum Beispiel 5 Jahre, 6, 7 Jahre warten, bis dann die Fortsetzung übersetzt wird auf Englisch bzw. auf Deutsch. Ja, und man kann natürlich auch die Content Creator besser so unterstützen mit, wenn man direkt japanische Versionen kauft, also das Original, anstatt von einem Verlag, der dann in Deutschland nochmal das Original übersetzt. Ja, und wieso ich auch noch das Lesen lernen will, also das Japanisch lesen, ist, dass falls ich mal einen Urlaub mache in Japan oder kurz mal dahin reisen sollte, dass ich auch verstehe, was da auf zum Beispiel Warntafeln oder generell Tafeln, Plakaten, Schilden und alles so steht, oder wenn ich in ein Restaurant gehe. Viele haben zwar europäische Übersetzungen, zum Beispiel auf Englisch oder Französisch oder was weiß ich was, aber je näher man in ländliche Gebiete reist, wird man weniger Englisch antreffen. Und dann muss man auch Japanisch lesen können. Deswegen mache ich beides. Genau. Wie will ich vorgehen? Ich will meinen Fortschritt zeigen. Also ich zeige, wie ich die Kanji lerne. Ich zeige das jetzt nicht direkt vor Cam und blende da jetzt zum Beispiel in beschleunigter Geschwindigkeit ein, wie ich da die verschiedenen Kanji zeichne. 10-mal zum Beispiel oder die Bedeutung und so. Das ist auch ziemlich schwierig, interessant zu gestalten, damit das die Zuschauer, also ihr, ja, seht, also damit ihr da auch noch Interesse daran habt, deswegen zeige ich euch, wie gut ich Sachen zum Beispiel im Kopf behalten kann, was ich schon gelernt habe, wie weit ich bin, wo ich Probleme habe. Ja, genau. Was ich euch aber zeige, ist, also zum Lernen, damit ihr das lernt, sind die Vokabeln, Grammatik, Satzbausteine, also alles, um Japanisch sprechen zu können. Und auch verstehen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Japaner hört, sei es in einer Serie, in einem Film, direkt vor Ort, in einem Gespräch, werdet ihr das dann nicht drumherum kommen, Vokabeln, Grammatik und Satzbau zu können. Ich brauche das halt auch, aber genau, ich brauche ja noch die Schriftzeichen. Ja, und wie werde ich vorgehen? Ich versuche, alle Videos vor 20 Uhr oder um 20 Uhr hochzuladen. Also um 20 Uhr zum Beispiel hochzuladen und davor schon zu drehen, ist es ja schneiden. Dann nochmal das Thumbnail erstellen, also das Bild des Videos. Ja, die Idee brauche ich ja natürlich auch noch für das Video, wie ich das Video gestalte. Das sind dann noch mehrere Anlaufversuche, die ich dann habe für die Videos. Genau. Und ich habe mir vorgestellt, das nicht jeden Tag zu machen, sondern ja fast jeden zweiten, also
Bis auf Freitag und Samstag ist ja direkt hintereinander. Sonst halt immer jeden zweiten Tag. Das ist auch gut dafür, dass ich bessere Qualität abliefern kann. Weil wenn ich jetzt jeden Tag ein Video hochlade, geht mir der Content aus, also der, das Material, was ich euch beibringen kann. Und ja, ich muss auch nochmal drüber nachdenken, jedes Mal, was ich als nächstes zeige. Gestern hatte ich ja das Problem, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe nur das Quiz hochgeladen, relativ viel rausgeschnitten. Ich hatte mehrere Aufnahmen, die jeweils 10 Minuten gingen. Leider nicht gebrauchbar, weil ich selbst gemerkt habe, dass wenn ich der Zuschauer wäre, ich das Video nicht weitergeschaut hätte. Es ist ziemlich schwierig, das einem Publikum zu zeigen, wie man Sachen lernt, wenn das nicht live ist. Also als Livestream würde das vielleicht funktionieren. Wobei ich mir da auch nicht ganz so sicher bin, aber so als Video ist das keine Option. Vor allem bei einem Publikum, dessen Interesse nicht spezifisch auf das Lernen der Schriftzeichen ausgelegt ist. Manche haben mir zum Beispiel nämlich schon privat gesagt, was sie verbessern kann, was sie gerne sehen an den Videos, was es für Probleme gibt und wo sie mich sehen. Genau. Und da habe ich nochmal nachgedacht und das ist der Plan, den ich fürs Erste aufgestellt habe. Können mich Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag erwarten. Sonntag lasse ich extra aus, damit man sich da entspannen kann oder vielleicht das Video von Samstag anschauen kann. Genau. Dienstag, Donnerstag lasse ich halt aus für mich, damit ich da auch Zeit zum Verschnaufen habe. Sonntag halt auch. Das sind dann 4 Tage, wo was kommt. Und 3, wo halt nicht was kommt. Vorerst ist es nur beschränkt für Japanisch, also dass Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag Japanisch-Video kommen. Vielleicht kommen auch noch irgendwelche anderen Videos in irgendwelchen anderen Themenfeldern, die vielleicht was mit Japanisch zu tun haben, vielleicht auch nicht. Ich habe nämlich auch ein paar Leute, die nach anderen Content gefragt haben, ob ich auch noch anderen Content abliefern könnte. Die Antwort ist ja, könnte ich. Die Frage ist, wie man sich das vorstellen könnte und realisieren. Aber bis auf das war es das, glaube ich, dann schon mal mit allem, was ich sagen sollte. Denn ich selbst habe auch gemerkt, dass es mich, dass es mir ein bisschen anstrengend ist, wenn ich versuche, jeden Tag Content rauszubringen, also Videos, die lehrreich sein sollen und auch noch unterhaltsam. Eine Balance dazu zu schaffen und das konstant, das war schon relativ schwierig für mich, da ich ja erst Freitag angefangen habe. Ich bin fast eine Woche schon durch mit Videos machen. Und ja, das ist der Plan. Das sind meine Gedanken dazu, zu dem Thema. Ich werde Donnerstag trotzdem noch ein Video hochladen und ab Freitag fangen wir den Zeitplan so an, also dass ich jeden Tag dann jeden zweiten Tag ein Video hochlade, außer Freitag und Samstag, da hintereinander. Ja. Ich hoffe mal, ihr könnt mit den Entscheidungen leben, mir Feedback geben, falls ihr noch andere Ideen habt, wie ich da etwas darstellen kann oder zeigen kann, was ich vielleicht auslassen kann. Ob ich vielleicht doch zu viele Videos in der Woche hochlade oder vielleicht doch zu wenig. Oder ob ich dann zum Beispiel die Videos eher kürzer halte und dann 2 Videos hochlade. Genau. Ihr liefert das Feedback. Ich überlege mir auch nochmal was. Und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Und schaut beim nächsten Mal vorbei. Tschüss.